Wir sehen uns nun zum letzten Abschnitt, und zwar der Aspirations- und Dehydratationsprophylaxe im Rahmen des Moduls 12 ADL Essen und Trinken. Was verstehen wir unter einer Aspiration? Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich anhauchen. Im medizinisch-pflegerischen Bereich verstehen wir darunter das Ansaugen von Gasen oder einer Flüssigkeit. Hier in diesem Fall bedeutet es das Eindringen eines Fremdkörpers oder einer Flüssigkeit in die Atemwege während der Inspiration, also während der Einatmung. Bei vielen Patienten besteht während der Essensaufnahme oder auch während des Trinkens eine erhöhte Aspirationsgefahr. Nahrung oder Flüssigkeit kann in die Lunge gelangen, wenn die Zungenbeweglichkeit reduziert ist, bei einem verzögerten oder fehlenden Schluckvorgang, bei gleichzeitigem Kauen oder Sprechen, beim Essen, durch Erbrechen oder durch die sogenannte Regurgitation, das ist ein Zurückströmen von Magensaft in die Mundhöhle. Normalerweise lösen Fremdkörper, wenn sie in die Lunge gelangen, einen Hustenreiz aus. Dadurch kann der Fremdkörper wieder nach oben transportiert werden. Gelingt dieses Abhusten nicht, können größere Brocken die Luftwege verlegen. Der Patient bekommt keine Luft und droht zu ersticken. Kleinere Teile, die bis in die Lunge gelangen, schädigen dadurch das Gewebe. Die Folge ist eine Pneumonie, eine Lungenentzündung, und in diesem Fall sprechen wir von der sogenannten Aspirationspneumonie, die bei vielen Menschen auch oft zum Tod führt. Besonders gefährlich ist es, wenn Erbrochenes aspiriert wird, da die Nahrung bereits mit den Verdauungsenzymen durchsetzt ist und in Kontakt war. Diese greift die Bronchialschleimhaut noch mehr an. Wenn wir Maßnahmen treffen, um eine Aspiration vorzubeugen, sprechen wir von der sogenannten Aspirationsprophylaxe. Wir verstehen darunter also Maßnahmen, um ein Verschlucken von Nahrung oder Fremdkörpern in die Lunge, Trachea, zu vermeiden. Dabei treffen wir folgende Maßnahmen. Bei jedem Essen und bei jedem Trinken soll der Patient eine Oberkörperhochlagerung einnehmen. Außerdem sollte nach dem Essen für mindestens 20 bis 30 Minuten die Oberkörperhochlagerung beibehalten werden. Besonders bei Patienten mit Schluckstörungen ist die Anwesenheit von Pflegenden unbedingt erforderlich. Zeit geben beim Essen und beim Trinken, nicht hastig werden, und das muss manchmal auch dem Patienten gesagt werden. Achtung für Sie, bei bekannten Schluckstörungen dürfen Sie das Essen über die Nahrung nicht verabreichen. Nach dem Essen ist eine geeignete Mundhygiene zu machen. Dabei sollte auch beachtet werden, ob kein Essen in die Backentaschen gelangt ist, ob Sie dort sozusagen das Essen nicht horten, und eventuelle Nahrungsreste sind zu entfernen. Welche pflegerische Maßnahmen sind bei einer möglichen Aspiration zu treffen? Ein kräftiges Klopfen zwischen die Schultern unterstützt manchmal den Betroffenen beim Abhusten. Sollte dies nicht erfolgreich sein, soll der Betroffene mit dem vorgebeugten Oberkörper nochmals kräftig versuchen abzuhusten und so versuchen, den verschluckten Bissen wieder herauszuwürgen. Gelingt dies nicht, muss eine Fachkraft absaugen und der Heimlichgriff wird angewandt. Für den Heimlichgriff möchte ich Sie bitten, dazu das beistehende Video sich anzusehen. Neben der Aspiration und Aspirationsprophylaxe beschäftigen wir uns auch mit der Dehydratation und der Dehydratationsprophylaxe. Unter einer Dehydratation oder auch Hyperhydration genannt, verstehen wir einen Wasserverlust im extrazellulären Raum. Der extrazelluläre Raum ist der Raum außerhalb des Gefäßes. Im Gegensatz dazu beschreibt eine Hypovolämie einen Wasserverlust im intrazellulären Raum. Der intrazelluläre Raum ist der Raum innerhalb des Gefäßes. Eine Dehydratation, also ein Wasserverlust, ist eine der häufigsten Gefahrenmomente für alte Menschen. Die Ursache kann sowohl eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr als auch eine erhöhte Flüssigkeitsausfuhr sein. Meistens ist es die Kombination von beiden Faktoren. Das heißt, der Patient trinkt zu wenig, scheidet aber gleichzeitig zu viel aus, besonders wenn er Diuretika oder Abführmittel bekommt.
Die anfänglich geringe Flüssigkeitszufuhr nimmt stetig zu, bis es der Patient dann schließlich nicht mehr kompensieren kann. Wie viel Flüssigkeit braucht ein Mensch? Also normalerweise rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung dazu, 1,5 bis 2 Liter pro Tag zu trinken. Bei alten Menschen ist diese generelle Aussage etwas gefährlich, weil sie von verschiedenen Krankheitsbildern abhängt. Es gibt natürlich auch eine Formel, womit man die Flüssigkeitsmenge berechnen kann. Die häufigste ist diese, also 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, bei einem Körpergewicht von 65 Kilogramm sollte der Patient 1950 Milliliter trinken. Anhand welcher Symptome kann ich eine mögliche Dehydratation erkennen? Stehende Hautfalten sind ein ziemlich unsicheres Zeichen, da zum Beispiel auch der Altersprozess mit stehenden Hautfalten einhergeht. Ein erhöhtes Durstgefühl oder zum Beispiel ein verminderter Hautdurchgang auf der Stirn oder auf der Brust sind typisch für eine Dehydratation. Eine trockene Mundschleimhaut, trockene Zunge mit Belägen, Rissen, Sprachstörungen oder auch Schleimhautläsionen. Werden Patienten zunehmend lethargisch, also verändern sie sich in ihrer geistigen Aktivität oder tritt eine akute Verwirrtheit auf, muss sofort der Arzt gerufen werden. Auch die verminderte Urinausscheidung bedeutet, dass der Patient einen sehr stark konzentrierten Urin hat. Ein Gewichtsverlust, eine Obstipation, also eine Verstopfung ist möglich. Kennzeichnend für die Dehydratation ist auch ein schneller Puls, also eine Tachykardie, und ein niedriger Blutdruck, also eine Hypotonie. Durch den Wassermangel wird das Blut natürlich dicker. Es besteht die Gefahr, dass der Patient eine Thrombose bekommt. Welche Risikofaktoren müssen mich auf eine mögliche Dehydratation hinweisen? Also immer, wenn ältere Menschen ein verringertes Durstempfinden haben. Immobilität kann zum Beispiel ein Risikofaktor sein, weil das Getränk nicht immer in Reichweite ist. Schluckstörungen sollten immer Hinweis sein auf einen möglichen Flüssigkeitsmangel. Durch die Harninkontinenz möchten Patienten weniger trinken, damit sie weniger oft zur Toilette müssen, besonders nachts. Diuretika und Flüssigkeitsmittel, Abführmitteleinnahme ist natürlich auch ein Risikofaktor. Eine ärztlich angeordnete Flüssigkeitseinschränkung, starkes Schwitzen, hohes Fieber, Bewusstseinsstörungen, zum Beispiel wenn Sie sehr apathisch sein, aber auch Depressionen oder Desorientiertheit. Ein schlechter eingestellter Diabetes mellitus Typ 2 und Schmerzen, weil dadurch das Trinken häufig zu anstrengend ist. Achtung! Notfallmaßnahmen sind immer einzuleiten, wenn eine plötzlich auftretende Verwirrtheit im Raum steht, wenn Muskelschwäche oder Muskelkrämpfe dazukommen, wenn der Patient Bewusstseinseintrübungen aufweist oder sogar eine Somnolenz, wenn Schwindel- oder Gleichgewichtsstörungen dazukommen, wenn er plötzlich tachykard wird oder wenn er eingesunkene Augäpfel hat. Bitte immer den Notruf absetzen, 112, und sofort den Hausarzt informieren. Welche Maßnahmen kann ich nun in der Pflege treffen, damit es zu keiner Dehydratation kommt? Wichtig ist es, das Lieblingsgetränk des Patienten zu erfragen, es in ein geeignetes Gefäß zu füllen und griffbereit in seine Nähe zu stellen. Natürlich muss man ihn auch immer wieder zum Trinken auffordern. Die Gefäße sollten nicht bis zum Rand gefüllt werden, weil sonst einfach die Gefahr des Verschüttens auch besteht. Man sollte ihm regelmäßig Getränke anbieten und ihm einfach Zeit lassen. Das Trinken erleichtert man ihm auch mit Strohhalmen. Achtung, bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz, dort sollte die Flüssigkeitsmenge mit dem Hausarzt abgesprochen werden. Und eventuell kann man ein Flüssigkeitsprotokoll anlegen, damit man auch genau dokumentieren kann, wie viel der Patient effektiv getrunken hat. Das war nun unser letztes Unterthema im Modul Essen und Trinken. Wir sehen uns im nächsten Modul, die Körpertemperatur regulieren. Danke.